Wow, die Leute haben sich nicht mal aufgeregt, warum keine Videos kamen, so wirklich am Wochenende. Oder was heißt ja am Wochenende? Ja, ich hatte ziemlich starke Internetprobleme gehabt am Wochenende. Ich habe keine Ahnung warum, aber es ist momentan wirklich so, dass es nur noch am Wochenende diese starke Disconnecten kommen und habt ihr nicht gesehen, weiter sofort. Ja, deswegen kam auch heute kein Microvoice für euch. Und generell muss ich jetzt gerade mal wieder was das ja wieder nicht aufholen, aber ich muss dann halt jetzt demnächst wieder was aufnehmen. Aber dafür gibt's jetzt einmal ganz kurz, was ist ja kurz, irgendwas mit 22 Minuten League of Legends halt. Ja, ich weiß, was ich gesagt habe, dass ich nicht Ludo spiele auf Aram. Ich habe mein Nickname umgeändert, von daher ist es in Ordnung. Ja, auf YouTube, weil Werbung und so, ne? Gleiche Leute, Werbung muss ich ja irgendwie Werbung machen halt, ne? Bäh. Nein. Ich weiß, dass ich gesagt habe, ich spiele nicht Ludo in Aram, aber shit happens so, ne? Ungefähr. Das Match war richtig cool gewesen. Sonst mit Ludo kann ich überhaupt nicht, aber ich habe es momentan auch, wenn man hier unschwer erkennen kann, auf Deutsch gestellt, dass ich wenigstens so bisschen den Ulti von Lulu verstehe. Ich verstehe den Ulti von Lulu nicht. Oder habe ich die ganze Zeit nicht verstanden von Ulti von Lulu. Aber ja, jetzt so nach dem Match muss ich sagen, boah, Lulu ist voll gut. Wenn man das spielen kann. Ich kann das nicht spielen. Das ist jetzt, glaube ich, das zweite Mal, dass ich mit Lulu spiele. Und ja, mal gucken. So, zurück zum Thema. Ja, wie gesagt, starke Internetprobleme gehabt. Hatte noch sogar bis Montagmorgens früh noch angehalten, dann bis mittags. Da ging es mittags wieder und dann abends. Dann war es halt so ein bisschen so scheiße. Das ist jetzt auch das zweite Mal, dass ich jetzt ein bisschen. Ich hatte eigentlich ein anderes Video gehabt. Aber, nee, habe ich gesagt, nee, bevor. Irgendwas kommt zu kommentieren war auch richtig scheiße, weiter so fort. Also von daher, ich sag mal erstmal so. Gut, ja, dann Advance Wars, habt ihr gesehen, dass es kommt. Dann das Elysian kommt. Hafen hier muss ich ein bisschen nach hinten schieben, ein bisschen. Und gut ist, wir haben ja auch ziemlich spät, also jetzt noch Hafen Hero aufzunehmen, möchte ich jetzt nicht mehr. Was heißt jetzt spät? Ja, eigentlich könnte ich noch Half-Media Hero aufnehmen, aber na gut, egal. Ja, das ist das eine Thema. Also das Elysian wird auf jeden Fall kommen und Advance Force auch. Advance Force und ist immer so ein bisschen. Ja, wie heißt es so schön? So ein bisschen Puffer, weil wenn das Internet so ein bisschen abkackt, dann halt. Da habe ich wenigstens was schnell uploaded ist. Manchmal ist das Internet wirklich für eine ganze Stunde mal weg, oder was heißt denn eine Stunde? Dann hast du es ungefähr 5 Minuten, dann ist es wieder 6, 7 Minuten, ist es nicht da, dann ist es wieder da für 2 Minuten, dann ist es wieder weg, so ungefähr. Und das ist momentan bei jedes Wochenende. Und ja, mal gucken. Also Microwave wird dann auf jeden Fall noch kommen. Höchstwahrscheinlich Donnerstag, Freitag oder Freitag, Samstag halt, auf jeden Fall. Nicht wundern. Weil es ist wirklich, ist doof. Weiter so fort. Was gibt's Neues? Ich war bei Hearthstone schon auf Rang 10 gewesen. Aber jetzt bin ich fast wieder auf Rang 12 zurückgefallen. das ist halt doof. Was gibt's Neues? Ich habe ein bisschen angefangen, Livestream zu machen. Aber was heißt ja Livestream? Ich habe ja meine eigenen Videos erstmal Livestream wieder angeguckt. Sieht eigentlich ganz gut aus. Bloß. Ja, also Bildqualität kann man bei mir ja nicht hoffen, aber irgendwie habe ich laut XSplit immer dieses FPS-Props und weiter so fort. Jetzt habe ich wieder ein bisschen umgeändert und ich werde nachher nochmal so ein bisschen versuchen. Also, ihr seht das nicht, aber werde das nachher mit einer Einstellung vielleicht mit 200 kps uploaden. Also, so eine Upload-Dings-Rate. Und ja, mal gucken. Also, auf jeden Fall wird das hier kein League of Legends oder Microforce Livestream geben. Ich habe mal vor ein paar Monaten mal Microforce Livestream gemacht. Mit mehreren, also sogar.
halt, haben so ein paar geguckt. Dann gibt's, ja, was gibt's denn noch? Ja, wie gesagt, ich habe drei Testvideos gemacht, halt für den Livestream. Also, ja, also, wie gesagt, von Aussehen her sieht das ganz gut aus. Nur halt die Upload-Rate ist reiß beschissen bei mir. Ich habe 0,5 MB Upload, aber in Wirklichkeit sind das jetzt nur noch 0,3 oder so. Oh, ein Stück auf. Ich sollte echt aufhören zu trinken. Also hier, diese Vollwegwasser da. Auch mal mein Produkt Placement, ich weiß. Was anderes kann ich hier momentan nichts trinken. Ich darf keine Cola mehr trinken. Das ist schlimm. Ja, wie gesagt, Livestream. Wenn ihr wirklich jetzt wollt, könnt ihr Livestream haben. Ich kann das mal so ein, zwei Stunden machen, aber ich kann nur von NES und SNES, also jetzt Nintendo und Super Nintendo halt Spiele spielen oder PlayStation Spiele spielen. Das wäre eine Maßnahme. Alles andere könnte ich gar nicht streamen. Also, was heißt denn nicht streamen? Ich könnte schon streamen damit, aber sieht die Bildqualität richtig beschissen aus. Als was die jetzt schon ist mit den Dings hier. Aber gut, egal. Warum labe ich das davon? Aber somit ist der Stand der Dinge. Also wenn ihr wollt, ganz gerne, könnt ihr auf meinen Kanal gehen. Da ist ja auch ein Banner dann rechts unten da auf dem großen Feld das Twitch-Dings da, Wumms da. Dann könnt ihr das mitsehen. Erstmal so ein bisschen ein paar random Test-Streams halt, so weiter und so fort, und habt ihr nicht gesehen. Was gibt's denn noch? Also, wie gesagt, ich benutze explizit die freie Version. Da habe ich nicht alles. Ich kann nicht alles einstellen. Ich kann sogar das Mikrofon nicht auf Stereo stellen, dass ihr mich dann halt Stereo hört, anstatt Monoton. Okay, das ist ein bisschen das Problem. Ich habe jemanden gekillt. Cool. Cool. Ja, dann müsst ihr halt so ein bisschen damit abfinden. Ich hoffe. Na gut, egal. Was gibt's noch? Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ja, gut. Europawahl braucht man ja nicht so wählen zu gehen. Also, ihr geht schon wählen mit bei Europawahl ab 16, ne? Dieses Wochenende halt ist ja Europawahl und gut. Warum willst du da sagen, dass es wichtig ist? Es ist schon ein bisschen wichtig, aber ja, wenn man überlegt, dass 94, war das 94? Ich glaube schon, nur 60% wählen gegangen ist und 2004 fast nur 43%. Also, und dieses Jahr sieht noch richtig schlimm aus. Am 25. Ja, gut, ich kann ja eh nicht wählen, weil ich ja arbeiten muss. Das ist ja halt doof. Was soll denn nicht wählen? Also. Weil wir haben ja noch ein Fest, dann kann ich nicht einfach so abhauen. Also ich werde eh abhauen in den Fest da. Weil mich sowas wie die ganze Menschenmenge mich nicht interessiert. So, es ist mir einfach so viel dann halt. Ich krieg so schon eine Krise, wenn hier 10 Leute, 9 Leute hier sind. Ey, krieg ich schon eine Krise. Wirklich. Oder auf Geburtstagfeier kriege ich auch schon die Krise. Ist schön, dass mich keiner geholfen hat. Ist schön, schön, schön. Nein, ist in Ordnung. Ich bin Lulu, ich muss sterben. Besonders weil ich zwei Kills gemacht habe. Und einen Tod und 7 Assisten schon. Meine Güte, das ging schnell. Was gibt's noch? Ja, bei ZDF war wieder so ein bisschen das Gamer-Thema gewesen. Killerspiele, bla. Und ich bin auch der Meinung, wie da war Fabian Siegesmund da gewesen, der damals jetzt von GameStar ist. Jetzt ist er irgendwie bei ProSieben oder so. Jetzt glaube ich bei der Gaming-Abteilung da. Dann gibt's, ja, da wurde da wieder diskutiert, ob das Kultur gut ist, weiter so fort. Und die Leute, die gegnerische Seite waren halt einfach so, ja, Videospiele ist voll schlecht. Meine Güte,
Ich spiele Videospiele seit ich 4 bin oder so. Mit Game Boy angefangen, mit Nintendo angefangen und dann mit Sega. Und dann bin ich ja zu PlayStation umgestiegen. Spiele ich halt immer noch heutzutage noch immer noch PlayStation. Ja, cool, jetzt PlayStation eher mehr am PC oder am Laptop eher besser gesagt. Aber es ist auch nicht so das Schlimme dran. Dark Souls 2 spiele ich lieber auf PS3 anstatt auf den auf dem Laptop, weil der PC kommt Port ist auch noch riesig, wirklich noch miserabel. Und habt ihr nicht gesehen. So, was? Ich hatte irgendwas noch vor, was zu sagen, aber ich habe irgendwie jetzt gerade wieder vergessen. Ja, wie gesagt, dieses Gaming-Geschichte, ja, Leute leben, weiß nicht, es sind halt so Leute, die halt mit Videospielen nichts zu tun haben und die meinen, irgendwelche Sachen darüber zu urteilen, was sie nicht wissen halt und weiter und so fort. Das ist ein bisschen das Problem, was die haben. Deswegen sage ich auch, die leben wie 1960 halt. Deswegen sage ich einfach, der Spruch, was ich gehe, die leben halt wie 1960 oder die handeln wie 1960, ist einfach halt, weil sie alt sind, sie sind nicht modern genug, so meine Meinung nach. Das ist ein bisschen das Problem. Was denn, keine Ahnung. Was gibt's denn sonst noch? Eigentlich gibt es nicht viel. Ich weiß bloß nicht. Ich habe irgendwas zu labern gehabt und jetzt weiß ich jetzt nicht mal, was ich labern soll. Ja, außer gesagt, so mit dem Internetproblem halt. Das ist noch ein bisschen das Problem. Deswegen ist jetzt gerade mal so ein bisschen vortesten, diese Free-to-Play-Spiele hier. Weil das ist Wort. Weiß nicht, League of Legends, weiß ich nicht, irgendwie bockt mir League of Legends nicht so wirklich, weil irgendwie so ein bisschen was fehlt. Ach ja, jetzt fällt mir gerade ein, was ich labern kann. Google möchte Twitch kaufen. Oder aufkaufen, besser gesagt. Gott, ein Kill. Ich lebe noch. Oh mein Gott, was passiert? Ich lebe immer noch. Jetzt bin ich tot. Okay. Ja, Google möchte, glaube ich, 1 Billion Twitch kaufen. Meine Güte, Google. Also, ich lass mal jetzt. Keiner benutzt Google Hangout. Keiner benutzt Google Plus. Es benutzt niemanden Google und Google versucht jedes Mal, außer die Google-Suchmaschine, und Google versucht jedes Mal, ihre Scheiße zu pushen, was keiner braucht. Wir brauchen kein Google Plus, so halt. Wir haben ja Facebook oder so. Okay, ich weiß, dass ich für Facebook nicht so aktiv bin. Ich bin auch nicht bei Twitter aktiv oder so. Wenn welche Nachrichten kommen, kriege ich ja eh schon E-Mails. Also von daher. Ich hatte jemand angeschrieben halt. Verstehe auch dieses Hashtag da von nicht, dieses rote Dings da. Das verstehe ich echt nicht. Ich finde das so richtig nervig. Hashtag. Hashtag für irgendwas. Kann nicht mal. Das Problem ist halt, wenn Google Twitch aufkauft halt, ne? Dann dürfen ja höchstwahrscheinlich auch nicht diese GEMA-Musik spielen halt. Auf Twitch kannst du überhaupt dieses Livestream-Musik machen. Also heißt, du hast ja irgendwelche GEMA-Musik halt und dann. Ich finde GEMA immer noch scheiße, es ist so ein Rotzlan. Du konntest ja auf Twitch ja wunderbar das machen. Und jetzt, wenn Google das kaufen tut, Twitch, kannst du das halt nicht machen mehr. Das ist das Problem. Ja, wie findest du? Ich finde aber Twitch trotzdem besser als Hitbox TV. Es liegt daran, dass Out ja bei sehr vielen Livestreamer halt noch richtig viel Geld schuldet. Own gibt's ja nicht mehr. Deswegen Own ist ja insolvenzmeldet, dass sie kein Geld mehr haben, weiter so fort. Und da haben jetzt zwei Leute oder sind das mehrere Leute? Auf jeden Fall mehr als zwei Leute. Von Own damals jetzt dieses Hitbox TV da gemacht als Livestream-Port da oder Portal besser gesagt. Und ich weiß es nicht, aber ich glaube eher, dass die auch eher nicht zahlen werden, halt, wenn sie verpartnert sind oder weiter so fort.
Das ist ein bisschen das, also somit habe ich habe das Problem damit. Also ja, ich habe das schon ein bisschen angeguckt, ein bisschen rumgetestet. Der Chat ist okay. Der ist ein bisschen größer als bei Twitch, aber trotzdem sieht man halt alles und weiter so voll. Das ist eigentlich das Gute an Xbox TV, aber bei Twitch ist es halt ein bisschen ordentlicher eingestellt momentan. Oder besser gesagt, es ist übersichtlicher als bei Xbox. Und ich weiß nicht, warum jetzt so viele dahin wechseln, weil es ist immer halt das Problem, dass sie nicht zahlen werden. Ich glaube nicht, dass sie wirklich zahlen werden oder so. Vielleicht für die ersten 2 oder 3 Monaten vielleicht ja, aber sonst nein. Also es ist jetzt so meine Gedanken halt. Was gibt's denn noch? Wie gesagt, ich finde, dass die Google, irgendwann gehört Google das ganze Internet, also das ist so ein bisschen doof. Ja, irgendwann kauft sich Google Facebook, irgendwann kauft sich Google Twitter, irgendwann Tumblr und habt ihr nicht gesehen? Und Firefox noch dazu und hat und okay, Internet Explorer benutzt ja eh keiner, also von daher. Ich benutze es auch nicht. Nur die meisten Free-to-Play-Spiele funktionieren darüber. Dass es so sinnlos ist. Und dreifach Tötung, schön. Ja, ich mag das Healing nicht, ey. Die haben das Healing umgeändert, das ist so dumm. Oh, oh, dünn. So, weg. Weg mit dir. Wunderbar. Gott, 6 Kills, 4 Tode, 22 allerdings. Sonst, wenn ich mit Lulu Aram spiele, also das eine Mal. Oh Gott, 0, 6 und irgendwas mit 30, 35 Assisten halt. Haben wir trotzdem noch das Match gewonnen, aber trotzdem. Oh mein Gott, oh mein Gott. Weg. So, weg. Hier, schön. Nehmen das Healing mit. Komm, die Türme sind down. Greif das vorne an, bitte. Nein. Retten. Irgendwie retten. Irgendwie abwehren und retten. So. Ja, gut, gegen Tank kannst du, gegen 2 Tanks kannst du halt nicht so mit Magie an so machen. Fallen das so ab, so. Was ist passiert gerade? Ja, Alchivana, nein. Warte mal. Danke. Sehr. Ich bin groß. Große Lulu sind groß. Ja. Ich hoffe, momentan sieht das halt so ein bisschen nach Farming aus, aber man muss ja halt ein bisschen aufpassen. Wäre ja. Gehen wir weg. Wunderbar. Was ich gelernt habe in Lulu nach diesem Match halt, ich muss ein bisschen mehr auf Abklingzeit gehen. Oh, ich sterb gleich. Gut. Aber irgendwie, wenn ich sterbe, dann überlebe ich trotzdem noch irgendwie. Das ist ein bisschen komisch. Gut. Greif doch endlich den Nestus da an. Alter Schwede. Das kann doch nicht wahr sein. Was machen die da? Die sollen da angreifen. Na gut, sie werden halt gerade von Gegnern angegriffen, aber trotzdem, die hatten schon ein bisschen Schaden machen können. Ein bisschen Schaden. Das wäre nice. Oh nein, jetzt kommt er gleich wieder zurück. In 30 Sekunden oder so ungefähr. Oder 10 Sekunden. Oder was das immer ist. Wenn die Nachricht kommt, ist glaube ich eher. Zu 10 Sekunden oder 50 Sekunden kommt das wieder. Gut. Schnell angreifen. Aber Nidalee macht irgendwie auch nicht so wirklich Schaden, ne? Wenn ich so andere sehe, wenn Nidalee mit dem Speer trifft, dann. Hallo, da kannst du gleich sterben gehen, so ungefähr. Ja, yeah, Ranger to Sec. Na gut. Und jetzt greife ich da an. Nein, zurück. Weil Shivana mir so ein bisschen nervig tut.
Video ist weg. Nein, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Ich sterbe. Gut. Ja, mein letzter Flash. Oder irgendwie so 2 Sekunden da allerdings. Unverwundbarkeit. Das bringt mir nicht viel, weil ich bin nicht gewohnt, sowas zu machen. Ja, ich muss ja halt so ein paar Items auf Deutsch lesen, bevor ich das verstehe, was die da machen. Ich kenne mich in League of Legends überhaupt nicht aus, von daher. Shit happens. 8632. Das ist eigentlich ganz gut bei mir. Muss ich sagen. Schön getroffen. Aber leider Gottes den falschen. Ich bin so langsam. Und da bin ich jetzt gekommen. Da wäre ich jetzt gekommen. Kurz gerettet. Nice. Ich habe wieder einen Gegner getötet. Oh mein Gott, ich sollte aufhören. Lulu ist OP. Nein, Spaß beiseite. Ich hoffe, wir besiegen jetzt mal. Das ist eigentlich immer vorbeikommen. Ja. Schnell hier wegmachen. Und ich greife jetzt an. Gut. Und das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Info-Video hat so ein bisschen euch geholfen, warum meisten Sachen nicht kommen. Halt. Keine Ahnung. Was? Irgendwas. Irgendwie, irgendwas, irgendwann. Keine Ahnung. Bis demnächst wieder.